Also, heute sind wir mit Butterflies dran. Ja, Butterflies ist ganz einfach, man legt sich hin und macht so eine Art Schmetterlingsbewegung. Deswegen heißt die Übung auch Butterfly, weil man immer mit den Flügeln hin und her und... Warum erkläre ich euch das? Scheiß drauf. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin auch seit ein paar Tagen die ganze Zeit am Videos drehen, gebe immer mein Bestes und so. Jetzt bin ich langsam mal übertrainiert. Ich werde die Tage mal eventuell Richtung Oktoberfest München 2, 3, 4 Tage mal gar nicht trainieren, weil irgendwie tut mir alles weh wegen dieser Scheiß-Videodreherei. So, also hier haben wir eine 5-Kilo-Scheibe, wie man sehen kann. Diese schwarze hier. Dann 10-Kilo-Scheiben hier. Ja, kommen wir mal hoch, da wo keine. Da 10 Kilo. Dann nochmal hier 10 Kilo und nochmal hier 5 Kilo. Das wären schon mal 30 und die Stange selber in der Mitte auch noch. Also 32 Kilo pro Seite, aber ich werde noch steigern gleich. Machen wir mal ein paar Wiederholungen und dann gehen wir ein bisschen höher. Das höchste, was ich mal gemacht habe, sind 45 Kilo pro Seite und dann ein oder zwei Wiederholungen. Aber das wird dann schon so langsam Richtung unsaubere Wiederholungen. Deswegen machen wir jetzt ein bisschen weniger und versuchen mal saubere Wiederholungen. Also, wie gesagt, nichts drücken, nichts drücken, nur festhalten. Ja, genau. Löffnige. Läuft, ne? Wir bleiben erstmal bei 7 Wiederholungen, weil ich noch steigern will, ja, mit dem Gewicht. Ich habe immer so 5er Kilo Steigerung bzw. 5 Kilogramm Steigerung mit 5 Wiederholungen. Also 7, dann 12 Kilo, dann 17 Kilo, dann 22 Kilo, 27 Kilo. Jetzt, wie gesagt, die 32 Kilo. Und jetzt machen wir gleich nochmal 5 Kilo drauf, nehmen wir bei 37 Kilo und dann steigern wir so lange, bis dann 2, 3 maximale oder 1 oder 2 oder 3 maximale Wiederholungen bei rauskommen. Also bis gleich.